Hallo und herzlich willkommen. So, jetzt haben wir hier die Season 2 angefangen. Das letzte Gefängnis ist ja klicklich gescheitert. Und jetzt habe ich mir überlegt, wir starten nochmal komplett von vorne und machen nochmal ein neues Gefängnis. Nehmen die Erfahrung mit und starten hier nochmal neu. Und dazu erstelle ich hier erstmal ein neues Gefängnis. Und nehmen das Frauengefängnis. Das ist ja irgendwie komischerweise, obwohl ich das ausgewählt hatte, letztes Mal nicht passiert. Deswegen nehme ich jetzt hier das Frauengefängnis und als Direktor einfach an der Hälfte zu gewiesen werden. Und wir nehmen mal hier den Lobbyisten. Den Nebel schalte ich wieder aus. Die Karte mache ich wieder groß. Wälder, Seen erzeugen brauchen wir nicht. Gebäude erzeugen wollen wir auch nicht. Niederlagebedingungen, Banden. Banden lassen wir diesmal weg. Und ja, jetzt starten wir mal hier das neue Gefängnis. Und hoffen, dass wir hier jetzt ein bisschen schneller vorankommen. Aus den Fehlern hat man ja so ein bisschen gelernt. Und so, dann starte ich erstmal mit den Zuschüssen. Die einfache Haftanstalt und das Verwaltungszentrum. Das bauen wir als erstes. Da haben wir ja schon mal 55.000. Und dann baue ich erstmal hier meinen Empfang. Hier kommen die, die Gefangenen an. Daneben machen wir direkt die Zelle, Verwahrungszelle, und die braucht eine Dusche, die setzen wir auch direkt da dran, dass wir hier direkt so, mach das nochmal in der Planung, also hier setze ich die Verwahrungszelle und hier nehmen wir gleich die Dusche hin, so, stelle ich mir direkt noch ein bisschen mehr Personal ein, dass wir hier schneller vorankommen. So. Und dann brauchen wir noch unseren Verwaltungstrakt. Den setze ich hier direkt dran. Die Büros. So. Und Dusche. Den Hof brauchen wir noch. Die Küche, Kantine. Und Büros. Genau. Und ich baue jetzt die, das hier, so ein Durchgang. So, und dann baue ich hier, Moment. Die Küche baue ich, glaube ich, direkt hier dran. So, es gibt meine Küche hier. Und die Kantine. Baue ich hier hin. Können wir hier noch irgendwas anderes vielleicht bauen. Und das sieht schon mal gar nicht schlecht aus. So, die Türen. Hier kann einfache Tür. Das wird die Rezeption. Und hier kommt die Verwahrung. Da setze ich eine große Gefängniszelle. Und für die Dusche setze ich hier eine normale Tür. Hier für die Kantine, da bereits das Personal hier reingehen kann. Und hier hinten können die Knastis reingehen. Von hier und von hier. So, einen Generator brauche ich natürlich noch. Beton. Den Generator, den könnte ich eigentlich direkt hier hinsetzen. So einen kleinen Generatorraum. Braucht aber eigentlich gar nicht so groß sein. Doch, ich setze ihn hier hin. Kann man den noch ein bisschen aufbauen. Und dann setze ich hier noch eine Tür. So. Dann
kommt der Generator hier hin und das Pumpwerk kommt daneben. So. Können wir direkt schon die Leitung ziehen, Stromkabel. Ziehe ich hier einmal rum. So. Und dann brauche ich noch die Rohre für die Duschen. Dusche. Toilette. Auch noch hier in die Zelle. Und hier runter noch für die Spüle. So. Und genauso brauchen wir Strom natürlich für den Herd, den Kühlschrank etc. Das ziehe ich einmal hier so rum. Und wir brauchen direkt Kondensatoren. Da setze ich schon mal 4 Stück. Dann kann ich hier schon mal die Wände ziehen. Wand, Wand. Und hier kommen ja die Büroräume rein. Ja, Moment, so. Ach, da haben wir noch die Türen vergessen. Türen. Da reichen Personaltüren. So. 1, 2, 3, 4, 5. Kommt hier noch eine hin? 1, 2, 3, 4, 5. Und hier kann noch eine hin. So. Die Wand wird gebaut. Hier könnte ich auch nochmal eine Wand bauen für die Küche und eine Tür hier und hier oben 1, 2, 3, 4, 5 kann ich hier die Wände bauen. Halt. So. Und dann können wir hier nochmal teilen. Dann haben wir hier unsere Büroräume. Generator muss ich noch einschalten wieder. Der war gerade ausgegangen. So. Und jetzt machen wir oben erstmal Büros. Da kommen die Schränke rein. Die Tische. Und Stuhl soll er auch bekommen. So. Dann hatten wir ja gesagt, die Verwahrstelle kommt hier rein. Dusche hier hin. Und die Rezeption hier hin. So. Dann brauchen wir eine Rezeption, einen Bürotisch, einen Stuhl und einen normalen Tisch. So setzen, Tische. Dann der Büro, Schreibtisch und der Stuhl. So. Und in der Verwahrzelle brauchen wir Toilette und eine Bank. Zwei Toiletten und die Bank kommt hier hin und dann packen wir aber noch Betten rein. So, in der Dusche brauche ich noch einen Duschkopf. Und wir machen hier noch einen Abfluss. Hier. Und hier. So, dann haben wir den Bereich fertig. Jetzt brauchen wir hier noch für unsere Kantine Tisch. Machen wir zwei Tische. Und vier Bänke, Kantine. So, und natürlich die Essensausgabe, den Serviertisch brauchen wir hier noch. So. Und für die Küche. Die
Küche. Hier. Brauchen wir noch einen Herd, einen Kühlschrank und eine Spüle. Herd haben wir hier. Kühlschrank. Und die Spüle. Sich hier in der Mitte. Oder die Versorgung. Ja. Die Spüle hier. So. Dann haben wir das erstmal fertig. Und was jetzt natürlich fehlt, ist noch ein Zaun. Und Personal. Ich stelle jetzt erstmal hier. Oh, da können wir nichts einstellen. 12.000 haben wir noch. Dann setze ich erstmal einen Zaun rundherum. Damit später keiner abhauen kann. Ist ja nicht so teuer. Sonst bauen wir nachher irgendwie was und haben wir ja gelernt, die hauen dann zwischenzeitlich ab. So. Und dann fehlt natürlich hier noch ein Tor. Da setze ich hier so eine Gefängnistür hin. So. Dann kommen die da auf jeden Fall rein. Und unseren Hof müssen wir noch bauen. Den Hof. Da ist er. Den Hof setze ich hier direkt an die Kantine dran. So. Dann haben wir hier erstmal alles fertig. Nur, wir haben noch kein Personal jetzt, weil wir kein Geld mehr ausgeben dürfen. Dann müssen wir bis morgen warten, kein Problem. Die Gefangenen kommen eh... Ja, wann kommen die eigentlich? Ich kann es da nicht so ganz genau erkennen. In 3 Stunden schon und wir haben keine Wächter mehr. Das ist natürlich schlecht. Dass wir jetzt keine Wachen mehr einstellen können. Habe ich zu viele Arbeiter geholt, aber kein Problem. Schnelldurchlauf, gib ihm. Das kriegen wir auch irgendwie hin. 2 Wachen, 2 Köche. Den Direktor und die Finanzen können wir dann freischalten, wenn wir den Direktor haben. Die können wir wahrscheinlich jetzt auch noch nicht kaufen. Genau. Aber es kommt schon. Da baue ich jetzt schon mal eine Telefonzelle hier rein. Kann ich auch telefonieren. Dann baue ich einen Fernseher rein. So. Und eine Hantelbank. Also richtig ein Luxusgefängnis schon hier. Ah, aber ich habe den Weg hier oben gesetzt und der müsste eigentlich... Naja. Ich setze hier nochmal eine Tür. Gefängnistür. So. Und um den Hof setze ich auch noch mal hier. So, dann haben wir den Hof auch ein bisschen eingefriedet, ne? Und da setze ich jetzt auch noch eine Hantelbank. So. Und Telefonzellen, wo haben wir sie? Na, ich sehe sie nicht.
So, dann können die da auch telefonieren. Dann haben wir auch nicht direkt diese Bedürfnisse. Jetzt kommen die Arbeiter natürlich nicht rein, weil ich hier noch keine Wache habe. Gucken wir mal, kann ich Wachen einstellen. Zwei Wachen. Dann stellen wir noch zwei Köche ein. So, haben wir es auch erledigt. Dann brauchen wir noch unseren Direktor. Der kann mal dieses Büro nehmen. Macht er auch. Und da haben wir auch schon unsere ersten Häftlinge. Und man soll jetzt nochmal die Finanzen freischalten. Finanzen, da. So, dann gucke ich mal direkt, was als nächstes noch freigeschaltet werden kann. Das Zentrum haben wir. Dann können wir Besucherrechte, Besucherraum, die Wartung und Reinigung machen wir als nächstes. Weil aus der Erfahrung hatten wir ja, dass alles so dreckig war und die Hygiene dann richtig schlecht geworden ist. Und deswegen mache ich jetzt die Wartung. Da müssen wir gleich erforschen, Wartung, Reinigung und Gartenpflege. Also mache ich schon mal die Wartung hier. Und baue schon mal, was müssen wir bauen? Wartung müssen wir freischalten und dann nur die Hausmeister einstellen. Ja, das kann ja im Hintergrund laufen. Sobald hier die Finanzen freigeschaltet sind, geht es automatisch weiter mit der Wartung. Ja, das sieht schon mal gut aus. Geld haben wir jetzt auch endlich noch ein bisschen. Also da hatten wir letztes Mal ja schon Probleme. Und wieso gehen die jetzt von da oben? Ach nee, die sind hier unten und rennen da oben rum. So, ich stelle nochmal zwei neue Wachen ein. Und dann kann ich nämlich hier unten gleich den Zellenblock anbauen, wenn wir die Reinigung schon haben. Und den Psychologen brauchen wir gleich auch noch. Den klicke ich auch schon mal an, dass der direkt freigeschaltet wird. Dann baue ich nämlich hier gleich, da kann ich schon mal mit anfangen, meinen ersten Zellenblock hier. Und da baue ich direkt Einzelzellen. So, ich fange erstmal mit dieser Größe an und dann kann man auch beliebig erweitern. Nur wenn es zu groß wird, dann haben wir nachher das Problem, dass kein Geld mehr da ist. So, können wir die Versorgung schon mal setzen. Die ziehe ich mal hier runter. Und so mache ich das erstmal. Dann bauen wir nämlich hier die Zellen direkt hin. So, ist noch nicht fertig anscheinend. Jetzt geht's. Da baue ich wieder 2x3 Zellen. Und da wir ja jetzt Frauen haben, können wir auch so eine Familienzelle bauen. 4x4, schade, passt hier nicht. Aber hier weiter später nochmal.
So, jetzt kommen die Betten da noch rein. Die sind ja mit am teuersten. So, die Toilette muss noch rein. Endlich das Bett hier. So, dann machen wir erstmal die Tür und dann können wir später noch erweitern. Da geht es auch schon wieder dem Geld zu Ende. Aber wir kriegen ja gleich wieder Gefangene. Briefflaschen wir erstmal. Und dann gibt es wieder ein bisschen Geld. Und wir müssen unseren Buchhalter jetzt einstellen. Wenn wir den einstellen, dann gibt es auch nochmal wieder Geld. Gucken wir mal, was der kostet. Buchhalter. 1000. So, und da sind auch schon die ersten drin hier. Die ersten 11 Personen. Hier ist keine Toilette, aber stört anscheinend gar nicht. Und dann müssten ja hier raus sein. Genau, da sind die raus. Und wir haben ja eingestellt, dass wir alle haben wollen. Und dann kommen da wieder 8 gleich. Da können wir unseren Buchhalter einstellen. Und duschen können die ja hier hinten. Da könnte ich noch eine Tür reinbauen, dass die... Nee, lassen wir. So, 40 Minuten, dann sind die 9 Gefangenen da. Dann gibt es wieder ein bisschen Pinonse. Können hier wieder eingekleidet werden und dann hier erstmal in die Verwahrstelle bzw. hier schon in die Zellen, die ich hier gebaut habe. So, und da sind sie auch schon. Dann stelle ich nämlich jetzt erstmal meinen Buchhalter ein. Dann haben wir auch erstmal Geld gekriegt. Und wir können jetzt Reinigung und Gartenpflege hier einmal erforschen. Gucke ich mal gerade. Reinigung. Kostet uns nochmal 4000. Ja, das wird ganz knapp. Das machen wir aber. Die Aufgabe wollen wir jetzt erfüllen. Gartenpflege und Reinigung. Und können wir schon... Hausmeister kaufen. Vorarbeiter. Den müssen wir gleich auch noch haben. Aber ich baue jetzt erst nochmal hier die restlichen... gucken wir mal, was die Gärtner kostet. 500, 500. Über 2, das heißt, ich brauche da nochmal 1500 gleich über. So, dann können die auch belegt werden, die Zellen. Und bei der Versorgung. Brauche ich so ein kleines Rohr, dann haben wir noch ein bisschen Geld über. So können wir nämlich gleich die noch einstellen. Aber wieso wird er jetzt nicht geforscht? Ist der Direktor nicht da? Oder was erforschen wir gerade? Der soll mal forschen. Ach, da brauchen wir natürlich den Vorarbeiter für. Was ein Quatsch. So, Personal, Vorarbeiter. Der kriegt das Büro. Und ja, jetzt startet auch die... Forschung, weil der Vorarbeiter natürlich am Forschen ist. Der hielt hier seine Mappe und liest da fleißig. Wie kann man hier noch einen Hausmeister einstellen? So, alle Zellen sind bis auf die. Was fehlt hier?
Warum will er die nicht machen? Ist doch alles drin. Mindestgröße ist da, Wände sind da, Tür ist da. So, gucken wir nochmal. Ach so, wir können ja schon hier wieder Geld holen. Wir brauchen 15 Zellen und wir haben 20. Also holen wir uns hier erstmal das Geld ab. Zack, 40.000, sehr gut. So, das ist in Arbeit. Der nächste Zellenblock hätte 50 Zellen. Das machen wir erstmal nicht. Wir nehmen hier die Krankenstation. Die setze ich nämlich direkt... Weil ich gerade setze ich die hier in der Mitte. Die setze ich hier dran. Hier machen wir nochmal so Büroräume dran. 6 haben wir, dann haben wir 5. Ich mache die ein bisschen größer, so. Dann können wir hier nochmal so einen Bürotrakt dran machen. Oder so ein Funktionstrakt. Und da setze ich erstmal normale Türen rein. So. So, und dann machen wir, was müssen wir nochmal bauen hier? Die Krankenstation. Krankenstation, wo ist er denn? Haben wir noch gar nicht erforscht. Krankgesundheit. So. Aber ich kann schon mal schauen, wie groß die ist. Gibt es keine Größe. Das heißt, ich setze die so rein. Und dann können wir hier vielleicht noch so einen Gesellschaftsraum, Besucherraum, Bewährungsraum. Haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Gemeinschaftsraum. Fischerei, Leichenhalle, Bücherei, Unterrichtsraum, Forst. Sehe ich den nicht? Gemeinschaftsraum, da ist er doch. Den setze ich nämlich hier rein. Rein. Und da können wir noch... Hab ich den jetzt da reingesetzt? Ja, genau. Und da setzen wir jetzt so ein paar Sachen rein. Einen Billardtisch können wir reinsetzen. Zwei Stück. Fernseher. Der Spielautomat kommt da auch rein. Kann ich ja mal hier reinsetzen. Und haben wir auch schon ein Sofa. Hier. Vor die Tür natürlich. So. Dann kann man hier ein bisschen spielen. So, die Reinigung haben wir freigeschaltet. Das heißt, wir können jetzt hier Hausmeister reinsetzen. Da setze ich zwei Hausmeister. So. Die können ein bisschen putzi-putzi machen. Die Gartenpflege ist gleich auch soweit. Oh, was ist denn hier passiert? Warum ist sie verstorben? Überdosis. Ja, das ist ärgerlich. So, kommen wir hier. Die Krankenstation haben wir noch nicht freigeschaltet, aber wir haben gleich die Gartenpflege. Und dann gibt es wieder ein bisschen Pinonse. Und dann hier müssen wir noch einen Personalraum bauen. Den kann ich gleich hier drunter setzen eigentlich. Dann kann ich auch ein bisschen das Gefängnis noch erweitern. So. Setzen wir hier einen Personalraum hin. Und hier erweitere ich noch ein bisschen. Dass alles noch ein bisschen größer wird. Und ich untertrenne das aber hier noch mit einer Tür. Gefängnistür. Nehmen wir die große. So. Und so. Dass ich hier einzelne Bereiche nochmal kriege. Und dann kann ich hier die Wand noch abreißen. Innenbereich. So, Wand weg.
So, den Gärtner kann ich einstellen. Gärtner. Und dann haben wir die Mission erfüllt. Und die Krankenstation, kann ich die jetzt auch schon bauen? Ist die erforscht worden? Die ist auch fertig. So. Die braucht noch ein Bett. So, und dann können wir wahrscheinlich jetzt auch direkt Ärzte einstellen, genau. Dann stellen wir zwei Ärzte ein und einen Psychologen können wir. Stellen Sie einen Psychologen ein. Den müssen wir wahrscheinlich noch erforschen. Nee, haben wir hier. Da. Und jetzt sehen wir auch die Bedürfnisse endlich. Sehr gut. Da haben wir schnell unser neues Gefängnis aufgebaut, nachdem das alte doch ein bisschen, unter dem Aufstand gelitten hat. Ja, vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und würde mich genauso freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaust. Vielen Dank, bis dann.